Hallo ihr Lieben, wir haben heute was ganz Tolles für euch vorbereitet. Wir kommen aus einer Weinregion und haben uns gedacht, Mensch, warum machen wir denn nicht dazu was Passendes? Und zwar nämlich solche Flaschenhalter. Das könnt ihr sehr gut als Mitbringsel euch herstellen, anfertigen, anstatt diese Flaschentüten sozusagen. Genau, und sowas in der Art werden wir heute mit euch flechten. Aber vorher noch kurz zu der Theorie. Wir haben bei unseren Henkeln hier ein Draht eingespannt. Es reicht, wenn ihr da nur einen macht. Bei solchen Geschichten, da werden wir schon... Wir versuchen da wirklich mehr reinzuflechten und auch dickere und stabilere Drähte, damit es dann auch hält. Das muss ja Gewicht aushalten. Deswegen bei so einem Einkaufskorb müssten da schon mehrere hin. Und bei diesen Geschichten reicht eigentlich auch einer. Wir verwenden ein Bindedraht 1,25 Stärke. Genau, theoretisch könnt ihr was Dünneres nehmen, aber wir finden, stellenweise sind sie zu weich und zum Teil haben wir gerade jetzt keins parat, das wir euch dann zeigen können. Also den Draht haben wir folgendermaßen in unsere Stärke reingeschoben, reingekriegt, ne, fokussiert. Jetzt vielleicht, jetzt. Genau, so ein Stück ist da noch über und sie wird noch eine dritte Stärke jetzt draufsetzen. Also denkbar einfach, ne? Guckt, dass ihr also gerade die Verbindung einhaltet. Hier ist ein schmales Ende, hier ein breites Ende, ist ja wohl verständlich. Ja, verklebt das wiederum. Und so habt ihr eine stabile Stärke. wir machen jetzt auch gleich unser Anfangskreuz auf eine... Ja, ein bisschen andere Art und Weise. Und was ich noch dazu sagen möchte, gerade mit diesen Drähten, es erleichtert nicht unbedingt das Flechten. Ne? Also die Stärke, guckt, dass ihr da, danach richtet sich auch dieses Aufstärken und auch der Abschluss richtet sich auch so ein bisschen danach. Also einfach so da Drähte einzuspannen und zu denken, naja, ich kann flechten, wie ich das gerne hätte, ist nicht. Oder ihr nehmt da wirklich etwas schmalere vielleicht. Etwas dünnere Drähte, dann müsste es eventuell noch funktionieren, aber jetzt bei unserer Geschichte hier dann eigentlich nicht. So, die starken, die dunklen starken, die bleiben trocken. Das ist, sieht nach einer ungefähr Hälfte einer Zeitung aus, oder? Nee, ein Drittel. Doch. Das ist ungefähr die Hälfte einer Zeitung, wobei das natürlich ein Werbeblatt ist. Warte mal kurz, das und gedreht auf eine Fahrradspeiche 1,2. Genau, das ist eigentlich schon unser Arbeitsröllchen, natürlich angefeuchtet. Und so hat sie die schon mal hingelegt. Klar, am Anfang muss es gedrückt werden und gezogen werden. Dann habt ihr auch keine Lücken im Geflecht.
Okay. Ich sollte vielleicht an der Stelle noch mal anmerken, das ist ja eine Webart gewesen. Ja, würden wir so weiterflechten, würden wir natürlich nicht alle Starken gleichmäßig fixieren. Deswegen hat sie so ein Schwenkerle hier gemacht und webt jetzt einfach mal weiter. Damit hat sie so, ja, das auch noch mal fixiert. Noch zweimal. Jetzt versuchen wir auseinander. Und weiter geht es mit unserer normalen Schnur. Kurz zu den Starken, bei diesem Modell, da haben wir 16 Stück, genauso wie bei diesem Modell, da haben wir auch 16 Stück genommen. Bei dem hier, da haben wir 12, ja? Nee, doch 12 Starken genommen. Also ihr könnt da ein bisschen experimentieren, wie es euch passt. Wir haben mittlerweile unsere Anfangsstarke markiert und auch die Starken so ungefähr in diesem Bereich angefeuchtet, damit wir auch unser, ja, die ja, aufstarken können, die Starken aufstellen können. Genau, das Geflecht ist dabei auch ein bisschen nass geworden, aber es trocknet ja wieder, das macht ja nichts. Und das verstecken wir. Genau, und das genau, was neu, noch ein bisschen neu dazu kommt, die zwei Dinge, die zwei Arbeitsröllchen werden wir jetzt nicht verstecken. Wir werden die Starken aufstellen und mit denselben weiterflechten. Theoretisch, wem es zu kompliziert ist, ihr könnt die Starken auch verstecken, so wie wir euch das schon zigmal gezeigt haben. Und ja, bei der nächsten Runde nach dem Aufstellen der Starken könnt ihr dann natürlich auch ganz normal die Röllchen dazustellen und weiterflechten. Genau, aber jetzt warten wir erstmal ab, bis die Starken ein bisschen eingeweicht sind. So, mittlerweile ist es soweit. Nochmal kurz zu dem Boden. Es sollte ein bisschen größer sein als eure Flasche. Genau, so ist es ungefähr mittig. Ja, so 1, 2 oder 1,5 Reihen mehr als eure Flasche. Das ist unsere Starke mit dem Draht. Das hat sie schon im Vorfeld mit einer Zange umgeknickt, besser gesagt. Und ja, jetzt zeigt sie euch nochmal, wie wir die Starken aufstellen und wie sie das andere Ende von der Starke mit dem Draht umknickt. Ja, ist eigentlich kein Kunstwerk, das ist ja einfach mit der Zange nachgeholfen. Das ist das Ding mit dem Draht. Ja, das ist unsere Arbeitsröllchen. Ja, genau. Die bleiben da. Mit denen flechten wir später weiter.
Und so haben wir die Stärken aufgestellt. So, das sind unsere Arbeitsröllchen, die wir übrig gelassen haben. Wir haben sie jetzt verlängert und fangen einfach an, unsere Schnur zu flechten aus zwei Arbeitsröllchen. Und übrigens, wer sich dafür interessiert, was das für eine Zeitung war, es war Telefonbuch, das ganz normale. Und die Flasche sollte möglichst gefüllt sein, damit sie ein bisschen Gewicht mit sich mitbringt. Ne? Dabei achten auf Stärken. Genau, achtet auf die Stärken. Ja, dahin, genau, also nochmal ganz kurz. Dass eure Stärken aufgestellt sind, zieht sie ruhig dann so ein bisschen hoch beim Aufstellen und flechtet sie ganz, ganz fest. Also umflechtet sie ganz fest, besser gesagt. Ja, so macht ihr ein paar Reihen durch und wir sehen uns gleich. Das ist Anfang gerade. Genau, wir flechten jetzt noch ein paar Runden und bis gleich. Bei unserem Modell möchten wir dieselbe Spirale erzeugen wie die hier. Deswegen haben wir auf unserer Flasche das so ein bisschen eingezeichnet, also das da hinten, ne? Einfach so eine Spirale drumherum. Genau. Ja, also wie viel haben wir jetzt mittlerweile? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Runden haben wir jetzt nun geschafft. Und nun kommt die Spirale. Eigentlich genau so, bloß dass ihr die... Ja, die Arbeitsröllchen, diese Schnur nicht runterdrückt. Und wir wurden auch mal gefragt wegen dem Kleber, für was wir denn unsere Sachen verkleben. Gerade bei solcher Geschichte ist das wirklich enorm wichtig, dass ihr danach mit dem Kleber drüber geht. Damit sowas dann auch an Ort und Stelle verklebt bleibt, ne? Ach, dann auch stark. Genau, die Starken sollten möglichst dabei gerade bleiben. Achtet auch darauf. Ich weiß, es ist etwas schwierig. Man flechtet praktisch in der Luft. Umso wichtiger ist es natürlich, dass die Stärken gerade bleiben, weil die sieht man dann auch. So, in einer Runde haben wir unsere Spirale drumherum gewickelt. Das ist wirklich nur eine Runde gewesen und jetzt flechtet sie mit der normalen Schnur einfach eine gerade weiter. Deswegen sind auch diese eingezeichneten Linien, dass ihr da wirklich in der Geraden bleibt. Genau, und eigentlich so viel, wie ihr eigentlich für euch möchtet. So hoch könnt ihr das dann flechten. Ja, wir machen da wahrscheinlich auch so um die 5 Reihen. Pi mal Daumen und schauen uns die Sache mal an. So, nochmal ein bisschen Theorie an dieser Stelle. Das ist unsere Stärke mit dem Draht. Das ist jetzt alles ein bisschen angefeuchtet, deswegen die Wassertropfen. Damit das Ganze jetzt ein bisschen durchweicht für unseren Abschlussrand. Das ist die Stärke mit dem Draht. Wir tun
jetzt da eine Stange reinsetze, da hinten und dort hinten. Das macht sie gerade, während ich euch das erkläre. Für diesen Abschlussrand ist es halt natürlich wichtig, dass jede Stange dann umgebogen wird. Und deswegen machen wir bei diesem Draht auch nochmal eine Stange zusätzliche dazu, damit diese zusätzliche umgebogen wird. Und bei den links und rechts jeweils von der, warum wir die dann nochmal reinmachen, zum Teil aus demselben Grund und zum Teil, weil wir diese drei Stangen so haben möchten. Nur wenn da nur eine Stange rausguckt mit diesem Draht, sieht es ein bisschen jämmerlich aus. Genau. Und deswegen. Und andere Seite auch so. Und deswegen machen wir das und auf der anderen Seite genauso. So schaut das dann aus, wenn ihr diese zusätzlichen dazu gemacht habt. Genau, also einmal hier, da und da. Genau, wie gesagt, das wurde jetzt angefeuchtet, damit es schon mal ein bisschen einweichen tut für unseren Abschlussrand. Und wir flechten jetzt einfach mal weiter, noch ein paar Reihen. Fixieren diese zusätzlichen Stangen dann auch nochmal. So, wir haben unsere fünf Reihen geflochten. Und sie versteckt jetzt die Arbeitsröllchen. Wie gesagt, sie verschafft sich ein bisschen Platz neben dem Röllchen und drückt neben der Stange und drückt das Arbeitsröllchen dort rein. Und das nächste Arbeitsröllchen wird dann halt hinter der nächsten Stange versteckt. So. Na, warte. Ja. Das ist ein bisschen. Warte. Ist ein bisschen zu schnell. Zurück? Nein, nein, ich glaube, das war einigermaßen verständlich. Die Stangen sind schon ein bisschen arg knapp bemessen. Nimm da ruhig doppelte Länge. Die linkere bleibt. Genau, die wir verlängert haben, die bleiben natürlich da stehen. Also jetzt zum Beispiel von diesen beiden, warte kurz, von diesen beiden bleibt dieses hier da und dieses wird umgeknickt, weil es kürzer ist. Ja, so macht ihr eben die Runde durch und bis gleich. Und so versteckt sie die übrig gebliebenen Stangen, beziehungsweise unser Abschluss ist nun fertig. Die Flasche kommt weg.
Cookie. Es hat sich ein bisschen verdreht. Guck, dass es ja sich gerade hinlegt. Dann sieht es halt auch schöner aus. Ja, wenn die Stacken zu klein geraten sind, ist es dann nochmal sehr fusseliger, sehr fummeliger, das reinzukriegen. Ja, spart also wirklich nicht an den Röhrchen und versucht da von vornherein längere Stacken zu nehmen. Wir kommen nun zu unserem Henkel. Da sind unsere zwei Drähte oder eingespannte, keine Ahnung, wie ich euch das sagen soll. Auf jeden Fall hat sie sie miteinander verbunden mit so einer Schlaufe. Sie tut sie nochmal mit einer Zange ein bisschen flacher drücken, damit unser Henkel dann auch nicht so dick an dieser Stelle wird. Wenn es bei euch wirklich dann herausragt, dass die Stelle so arg dick ist, dann könnt ihr immer noch ein paar Zusatzstarken oder Röhrchen, besser gesagt, genau dazulegen, links und rechts oder nur links, dann könnt ihr so die Dicke des Henkels dann auch ausgleichen. In diesem Schritt könnt ihr dann auch bestimmen, ob euer Henkel dann, also unser wird dann so schmal ungefähr, so hoch, oder ob er dann bei euch dann auch doch ein bisschen rundlicher aussehen sollte. Was wir jetzt noch ein bisschen, markieren werden, ist einfach diese Stelle, ab wann wird das ungefähr in unserem Geflecht passieren, und ja, das markiert sie sich mit so einem Kreppband. Und das solltet ihr dann halt, die Mitte solltet ihr am besten ja vor dem eigentlichen Flechten bestimmen, also das, was ich eigentlich am Anfang so gesagt habe, guckt, dass das einfach mittig liegt. Wir machen ein bisschen noch dicker. Damit der Henkel noch ein bisschen Volumen kriegt, darf ich das kurz. Werden jetzt nochmal zusätzliche Röllchen dazu gelegt. Und ungefähr so könnt ihr eure Dicke dann auch ausgleichen, wenn es bei euch an einer Stelle doch ein bisschen dicker geworden ist durch diese Verbindung. Und sie fängt an, indem sie das eine Röhrchen, Moment, ich zeige euch das nochmal kurz,
Also da steckt sie das eine Röllchen hin. Das sind wieder die angefeuchteten Röllchen. Ups. Und das andere legt sie außen einfach drauf. Mit dem weißen Röllchen wird das Ganze einfach mal umwickelt und das Grüne immer wieder dazu gestellt. Ja, was ist das Grüne? Das Dunkle, das ist schwarz. So, diesmal aus der anderen Perspektive, damit ihr das sehen könnt. Also wie gesagt, das Weiße mit dem weißen Röllchen, mit dem hellen Röllchen umwickelt ihr euer Henkel und das andere, das dunklere, tut einfach ja, einmal dazustellen, einmal wegnicken, einmal dazustellen, einmal wegnicken. Genau, ganz stark anziehen und ja, so machtet ihr euer Henkel einfach mal weiter. So, jetzt haben wir unsere gewünschte Länge erreicht. Das ist dann links und rechts das gleiche. Sie schneidet das dunkle Röhrchen knapp ab. Das wird dann gleich verdeckt. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das wurde jetzt durch dieses Röhrchen verdeckt. Der Übergang. Und ja, sie hat sowas wie einen Knoten dann anschließend gemacht und das Röllchen ist da hinten rausgekommen und das kann man ebenfalls knapp abschneiden. Und ja klar, also Kleber auf jeden Fall, Tapetenkleber obendrauf, dann kann man das auch alles in Form biegen und bringen und nach dem Trocknen auf jeden Fall auch nochmal mit Acryllack drüber gehen. Genau, also das übliche Verfahren. Und genau, das war's von uns. Viel Spaß beim Nachmachen und Verschenken. Danke fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag. Tschüss!